Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich war gerade beim Teddy und es weihnachtet. Ich zeig dir, was ich gekauft habe. So, zum Thema es weihnachtet habe ich hier diese Holzsticker gekauft. 24 Stück für 24 Türchen im Adventskalender haben 2 Euro gekostet. Und hier hinten haben wir jeweils immer schon die Klebepunkte drauf. Genau, wie gesagt, die Sticker sind aus Holz. Und die Farben sind meines Erachtens nach total weihnachtlich. Die haben mir so gut gefallen, dass ich sie gleich mitgenommen habe. Zum Thema Farben und Weihnachten habe ich dieses Set hier entdeckt. Davon habe ich schon mal eins gekauft in einer anderen Farbkombi. Aber wie gesagt, mit dem Grün, Rot, Silber und Gold fand ich auch ganz schön. Habe ich mir auch noch mal mitgenommen, haben 1 Euro gekostet. Und es geht weiter mit Glitterflitter, Bastelmaterial. Das sind so kleine Sternchen. Ich hoffe, du kannst das hier gut sehen in diesem irisierenden Weiß, was so leicht bläulich-rosa schimmert. In Silber, in Gold und in Rot hat ebenfalls 1 Euro gekostet. Was hier ein bisschen blöd ist, wenn du einmal die Verpackung aufreißt, dann sind die alle lose. Aber dazu kommen wir gleich. Und hier ebenfalls in den gleichen Farben wie dieses Konfetti habe ich hier noch das Glitzerpuder mitgenommen. Das sind so kleine Döschen mit oben so einem Streuer dran. Auch für 1 Euro. Und die Farben sind so schön. Was ich auch finde, ich weiß nicht, ob das jetzt täuscht, aber dieses Silber zum Beispiel, das schaut aus wie so Flakes. Also das Grün und das Gold nicht, aber das Silber schaut aus wie Flakes. Ich finde das ganz, ganz schön. Dann habe ich hier noch eine Packung Kunstschnee mitgenommen. Ebenfalls für 1 Euro. Dann habe ich hier eine Packung Weihnachtskalender-Tütchen zum selber basteln entdeckt. Mir ging es nur um die Tütchen. Ich habe damit was anderes vor. Aber es ist natürlich praktisch. 24 Tütchen für 3 Euro. In der Bastelabteilung habe ich von diesen Tütchen auch welche gesehen. Das waren 4 Stück für 1 Euro. Also war das definitiv der bessere Griff. So, zum Thema, wenn wir einmal die Packung aufreißen, haben wir die Sterne überall? Habe ich mir mal wieder, du kennst es vielleicht sogar schon, diese Box gekauft. Ich habe davon mittlerweile schon 3. Aber die ist so super. Demnach dachte ich mir, für die Sternchen auch super praktisch. Also die Sternchen werde ich dann in diese Boxen umfüllen. Weil bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn die Verpackung so blöd ist, dann nutze ich es nicht. Weil ich mir denke, okay, wenn ich es jetzt aufmache, dann habe ich das Zeug überall rumfliegen. Und deswegen gleich mit der passenden Packung dazu. Dann kann ich es dann auch gut verwenden. So, das war jetzt alles das weihnachtliche Material. Und hier habe ich mir noch eine Box gekauft. Und zwar hoffe ich, dass ich die Innenstege rausnehmen kann. Aber das schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. So, wie geht das jetzt? Gutes Stück jetzt auf. Ah ja. Und? Ach, schade. Ja, das ist ja ganz doof. Ich habe gedacht, man kann die komplett rausnehmen. Ah, okay, gut. Weil ich hatte mir überlegt, dass ich gerne so eine Box möchte für meine ganzen Holzteilchen. Aber das ist jetzt natürlich. Ja gut. Für irgendwas wäre ich es schon nehmen können. Aber das war jetzt so nicht geplant. Sagen wir es mal so. Weil ich habe hier nämlich wieder Holzteilchen entdeckt beim Teddy. Wobei diese da tatsächlich reinpassen würden von der Größe her. Das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. So, und zwar in dieser Packung Holzformen für 1,50 Euro haben wir hier so heißen die Geotex? Ich glaube es zumindest. Und die finde ich so cool. Also anscheinend immer nur eins pro Packung, aber eins ist besser wie keins. Und dann hier wieder ganz viele verschiedene Pfeile in allen möglichen Formen. Und wenn ich sie jetzt schon mal da habe, ja, okay. Das passt. Das ist halt so wild. Aber die werde ich da, denke ich, nicht reinkriegen. Aber die schauen wir uns ebenfalls noch mal kurz zusammen an. So, hier haben wir so verschiedene Sprechblasen. Hier haben wir ein Wow, ein Cool, ein Herzchen, ein So cute und hier noch weitere Sprechblasen. Hier sind jetzt 11 Formen in der Packung und hier sind es sogar 12. Also bei den Pfeilen sind 12 drin und mit den Sprechblasen, da haben wir 11. Große, da haben wir keine Chance mit dem Großen.
So würde das dann funktionieren. So, die zweite Packung packe ich jetzt auch noch schnell da rein. So, und dann machen wir gleich weiter. Und zwar mit so ein bisschen Basismaterial. Für das nächste Projekt brauche ich doppelseitiges Klebeband. Ich habe zwar noch ein bisschen was von diesem Foam Tape. Also ich brauche so doppelseitiges Klebeband, aber so ein bisschen dickeres. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen was vom Action. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Deswegen habe ich mir jetzt mal das hier mitgenommen. Das lässt sich auch so drücken. Also das ist auch so Schaumklebeband, doppelseitiges. Und zwar für 1 Euro. Und 3 Rollen sind mit dabei. Und pro Rolle haben wir 2 Meter. Ich bin mal gespannt, was das für eine Klebekraft hat. Ich weiß es nicht, aber das werden wir dann sehen. Und zu diesen Basissachen habe ich hier noch doppelseitige Klebesticker gekauft. 320 Stück sind drin für 1 Euro. Ich habe das jetzt hier schon mal aufgemacht, weil ich schon mal welche getestet habe. Also so an und für sich kleben die ganz gut. Und wenn wir was ein bisschen dreidimensionaler gestalten möchten, funktioniert das ganz gut. Ich zeige dir mal ein Projekt, was ich jetzt mit denen zusammengeklebt habe. Und zwar diese Karte hier. Hier habe ich diese Karte hier oben drauf, die Karte auf der Karte, habe ich mit diesem doppelseitigen Klebeband draufgeklebt und ich finde das total praktisch. Es ist nicht zu hoch, es hat aber eine relativ große Fläche. Das finde ich ganz super. Das habe ich dann hier unten auch nochmal verwendet, dass wir natürlich hier auf die gleiche Höhe kommen. Weil ich muss zum Beispiel auch sagen, dieses Dreier-Set vom Action, die zwei dickeren, die sind mir meist schon zu dick. Also die ganz dünnen Varianten sind bei mir meist zuerst leer. Dann habe ich mir hier noch Aluminiumdraht gekauft. Und zwar in verschiedenen Farben. Hier einmal in Silber. Gekostet haben sie alle 1 Euro. Genau, und es sind noch überall 2 Meter drin. Also Aludraht einmal in Silber, hellgrün, dunkelgrün, dann hier so ein Fuchsia Pink und einmal in Rot. Und zu guter Letzt durfte ein Päckchen Styroporkugeln mit. Ebenfalls 1 Euro, 5 Kugeln sind drin. Genau, das war's dann auch schon. Schon ist gut, es war schon wieder ganz schön viel. Es gab noch so kleine Blöcke, aber ich habe genügend Blöcke. Ich will jetzt erstmal wirklich kein Papier mehr kaufen. Ich habe in den letzten Hauls definitiv genug Papier gekauft. Aber noch nicht genug Glitzer. Gut, dann hoffe ich, dir hat mein Teddy-Haul gefallen. Ich konnte dich vielleicht ein kleines bisschen inspirieren und vielleicht findest du das ein oder andere in den nächsten Videos wieder. Also dann, ich freue mich über dein Abo und natürlich auch über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!